jedes Performance-Update wird von mir direkt wieder wegentwickelt, sodass ich halt gleich wieder einen riesigeren Spielstand habe und dann merke ich davon wieder nichts. Das ist ein bisschen wie bei Sartis am Ende. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Voxel Tycoon. Meine lieben Freunde, wir haben es beim letzten Mal endlich mal geschafft, die Personenzüge mal ein bisschen auszubauen. Das ist hier das, was wir gemacht haben. Und ich sitze gerade in einem drin. Ich steige jetzt mal aus. Hier in dem war ich gerade drin. Und der hat sich gerade wieder neue Leute eingeladen. Leider sind die Städte hier an der Stelle noch ein bisschen klein. Wir müssen mal dafür sorgen, dass diese Städte hier noch mal ein bisschen mehr ausgebaut werden. Dass die noch ein bisschen mehr wachsen. Dass sie noch ein bisschen mehr voxeln. Wenn ihr das Projekt hier feiert, lasst gerne einen Daumen nach oben da und schaut gerne auch in die komplette Playlist rein. Das ist nämlich auch sehr nice. So, jetzt muss ich mal gucken. Wie kann ich die jetzt voxen lassen? Wir brauchen Holz. Ich habe hier hinten schon mal ein Gebiet freigeschaltet noch. Mit einer Holzquelle. Und auch hier braucht man Holz. Das heißt, wir machen hier nochmal ein weiteres Sägewerk auf, würde ich sagen. Für die Versorgung mit Holz. Das wird sehr holzig hier heute. Genau, wir haben parallel immer noch die Forschung für den Elektromotor laufen. Es ist leider ein bisschen schwierig, so die Zeit ablaufen zu lassen parallel. Ich lasse die Zeit jetzt mal auf der niedrigsten Stufe, damit die Betriebe nicht bankrott gehen in der Zeit, wo ich jetzt hier baue. Ganz wichtig. Weil es ist momentan auch so unperformant teilweise, dass das ein bisschen unperformant ist. Es ist so unperformant, dass es unperformant ist. Falls ihr versteht. Falls ihr das versteht, was ich euch sagen will. Und deswegen muss ich da ein bisschen gucken. Ich muss das aufpassen. Ich muss das aufpassen. Ich schwöre. So. Jetzt hier Sägewerk. Noch ein Sägewerk. Und jetzt noch ein Sägewerk. Wie selbst der Platzierungssound ist schon verzögert, ey. Ist unglaublich. Was hier passiert? Was hier passiert? Dahin? Dahin? Ich brauche mehr Sägen. Mehr Werksägen im Sägewerk. Okay, dann geht nichts mehr. Machen wir es erstmal so. Machen wir erstmal normales Holz. Das können wir nämlich schon mal ausliefern hier. Da können wir gleich mal zwei Bärdürfnisse bärfriedigen. Ich muss die Bärdürfnisse bärfriedigen. Bau doch einfach mal ein... Nein, das nicht. Ein Güterterminal, genau. So, das stelle ich jetzt mal hier direkt daneben. Und mache dann mal hier so ein bisschen so ein Rondell, so ein Kreisverkehr. So eine kreisverkehrmäßige Kreisverkehrssituation machen wir da mal. Und dann ziehen wir schon mal eine Straße so hier so ab. Bemsi. Und dann machen wir da gleich noch eine Station. Da können wir nämlich schon mal da die Fahrzeuge hin und her fahren lassen. Vielleicht tatsächlich auch eher mit so einem Nebenstraßensituationsgedöns. Dann blockieren wir hier nämlich nicht die Durchfahrtsstraße. Dann können die da nämlich immer schön durchfahren. Und dann machen wir das einfach noch so. Genau. Dann haben wir hier schön Kreisverkehr. Können sie immer schön geradeaus fahren. Genau, und den hier dengeln wir noch mit da dran, denn da brauchen sie nämlich auch Holz und Balken. Von hier, genau, machen wir das mal. Am besten mit einem Tunnel an der Stelle. Muss mal gucken, dass ich da jetzt den Abstand richtig wähle. Hoffentlich passt das da an der Stelle. Warte mal, ich gehe noch mal ein bisschen runter. Manchmal passt das sonst nicht. Sieht aber gut aus. Das machen wir weg. Das wird eingeebnet. Ich finde, es geht mit der langsamen Geschwindigkeit. Achso, ich habe ich habe es pausiert, würde gerade sagen. Ich will, es geht mit der langsamen Geschwindigkeit. Langweilige Geschwindigkeit. Ist ja gar nicht aktiviert. Ja, jetzt merke ich doch, dass es doch wieder nicht geht. Hervorragend. Egal. Lalala. So, ich mache mal hier noch ein Depot hin. Bin deppert. So. Und dann kauf mal schon mal Autos. LKW-Autos. Mit dem hier. Und dann machen wir folgendes. Wir machen den Halt. Da. Und sagen laden. Und dann machen wir hier einen Halt. Da. Und sagen entladen. Speichern. Holz zur Lübbenau. Und dann sagen wir fahr los. Und dann kopieren wir den Spaß einfach. Übers Depot. Dann sagen wir einfach kopiert das Auto. Nochmal. Ja, drei reichen, glaube ich, auf die kurze Strecke. Sollte eigentlich passen.
So, dann lassen wir die anderen auch losfahren. Bisschen kleinen Abstand halten. Die brauchen ja auch eine Weile, bis sie sich verlaufen. Genau, so, läuft. Und dann kaufen wir uns noch eins gleich, weil wir haben ja gleich noch die Möglichkeit, die andere Bär-Lieferung auch noch fertig zu machen hier. Die findet ja hier hinten statt. Da ist auch schon direkt so eine Nebenstraße, eine Schmasht. Ach, da, Moment. Ah ne, das ist nicht mehr drin, siehst du. Passt also, wenn wir das so machen. Ich dengel das jetzt gleich noch da an die Straße so mit ran. Pass mal auf. Also wir machen das so. Ah, okay, das geht so einfach hier nicht. Da ist noch das Gebiet nicht so ganz aufgedeckt. Okay. Na, warte, dann mach's so, genau. Japp. Japp! Und dann brauche ich... Habe ich das jetzt gemacht? Warte, ich habe gemacht. Ich muss noch Autos kaufen. So. Und dann nochmal eine neue Strecke. Laden. Und dann packen wir den Haltepunkt von hier. Heinsberg Südost, genau. Entladen. Speichern als Holz zu Heinsberg. Go, go, Fahrzeug. So, und dann kopieren wir das mit der kopierenden Kopierfunktion. Genau, und dann nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Da brauchen wir mehrere, weil das so weit weg ist. Deswegen. Und dann lassen wir sie mal losfahren. Mit einem gewissen Abstand lassen wir sie rausfahren. Schön, wie entspannt die da fahren. Und los. Unternehmen am Rande der Insolvenz. Ja, ich komme halt nicht hinterher mit den ganzen neuen Anfragen. Ich komme halt nicht mehr nach. Es kommen so viele neue Betriebe. Ich kann das alles gar nicht befriedigen mehr. Das heißt, ich brauche 500 Hände. Ich muss rumlaufen wie Vishnu. Oder wie Krishna oder was weiß ich. Wie der Gott der Befriedigung der Allgemeinen. So, das ist mal hier ein Superstau, nicht schlecht. Ich würde sagen, wir machen gleich mal ein paar Kreissägen. Denn wir müssen ja jetzt noch die Balken herstellen. Hier, ich mach die jetzt hin. Nebeneinander. Schön nebeneinander. Zack. Da warten du. Ach so, es speichert gerade wieder. Es speichert sehr hart. Okay. Mache das. 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 Bretter braucht man jetzt nicht, ne? Das waren jetzt nur die Balken hier. Da waren Balken, genau. Und da hinten, ja, da waren auch Balken. Okay, weil dann machen wir gleich hier den Bahnhof. Am besten hier mal eine Straße lang ziehen. So. Ah, nee, warte. So. Irgendwie kriege ich hier gerade keine Kurve rein. Komisch. Müssen wir es mal so machen. Ja, lass das mal so machen, genau. So. Und dann mach mal den Terminal, mach mal dahin. Verasultal. Na, nicht schlecht. Und dann machen wir hier nämlich noch einen Verladepunkt für die Hölzchen. Damit das sich nicht alles da so an einem Punkt zentriert. Sonst wird das nämlich ganz schnell sehr unübersichtlich. Erstmal alles in die richtige Richtung hier wieder drehen. Das ist alles falsch gedreht. Jetzt. So, und dann hauen wir das raus. Und zwar. Ja, da so hin. Dann ist das schön separat alles. Lagerhaus. Mit einem Förderband-Reinförderer. Ein Förderband-Reinförderer. Und hier müssen wir noch gucken. Ja, das geht raus. Sehr gut. Da kommen sie, die Holzstämmchen. Sehr schön. Hier ist noch was nicht richtig gedreht. Muss auch gucken, dass die Eingänge richtig rausgehen und reingehen. Die Ein- und Ausgänge. Das ist falsch gedreht hier. Genau. Sehr schön. Das müsste klappen. Jetzt machen wir hier noch ein Dings. Ein Terminal. Und dann machen wir die Straße hier dran und sagen, geh mal hier schön rein, genau, schön in die Kreuzung rein. Und dann, jetzt
muss ich mal gucken. Genau, einfach nach unten. Aber Moment, kriegen wir das vielleicht noch so hin, dass hier, genau, lass mal hier noch einen Tunnel machen. Guck mal, genau so. Und dann da rein, dann können sie schneller da hin. Dann müssen die da nicht so einen riesen Umweg fahren. So, jetzt nochmal LKW. Und da definieren wir mal gleich die Balken. Halt hinzufügen. Laden, halt hinzufügen. Entladen, speichern, Holztrigger zu Vera. Und gleich kopieren den Spaß. Gleich nochmal kopieren. Ah! Nochmal kopieren. Nochmal kopieren. Und losfahren lassen. Ich sehe Wellenlinien. Da sind so ein paar Wellenlinien. Bedauere, das heute ist wirklich nicht ihr Glückstag. Dann mal los. Und weiter. Immer raushauen hier. Ja, die Nebenstraße ist leider ein bisschen eng geraten hier für die ganzen LKW, die da Sachen ausliefern wollen. Wie langsam das vonstatten geht hier alles. So, jetzt muss ich noch einen kaufen. Denn wir müssen ja noch die andere Location Bär liefern. Mit Balken. Nämlich die hier. Ah, verdammt. Da ist natürlich wieder die Station nicht richtig drin. Machen wir das einfach so. Das hier wird eingeebnet. Dann die Umfahrung. Können wir da nicht sogar einfach hier mal so... Ja, dann können sie nämlich da lang. Da müssen sie nicht hier mit durchfahren immer. Dann können sie das umfahren, genau. Das trennt sich dann eh so ein bisschen auf, wo die langfahren. Jetzt fahren sie ja immer noch alle aus dem Depot raus. Da sind sie sich natürlich teilweise noch gegenseitig im Weg. So, gleich kopieren. Machen wir mal 3 Fahrzeuge. Sollte das passen. Bisschen kurz warten. Damit sie sich nicht so gegenseitig blockieren, warte ich mal noch kurz, bevor ich sie rausfahren lasse. Weil die müssen ja auch das aufladen, das dauert ja mal ein bisschen. Gut, so, das müsste jetzt eigentlich dafür sorgen, dass wir 4 Lieferanfragen erfüllen hier. Die haben auch noch genug Zeit, genau. Sieht gut aus. Da sind sie auf dem Weg. Ah, hier kommt nicht genug von dem Balkenzeug rein. Hätte ich vielleicht mal kurz warten müssen noch. Aber was ist denn da schon wieder? Ach man, diese Sache mit den gedrehten Fördern, man sieht es so schlecht. Man sieht es echt so mega schlecht, finde ich. Das müsste deutlicher sein, finde ich, wo die Förderbänder in welche Richtung die drehen. Man sieht das immer erst, wenn Items drauf liegen, ob es richtig ist, finde ich. Und ja, ich weiß, da sieht man so diese Pfeile, aber die sind einfach viel zu undeutlich. Von Weitem auch kann man das überhaupt nicht erkennen, finde ich. Von Weitem sieht man das echt nur, wenn da was drauf liegt. Egal. Wird auf jeden Fall mit der Zeit sich einpendeln, denke ich mal. Sollte auch alles noch rechtzeitig funktionieren. So, das heißt nämlich, die Städte wachsen dann nämlich hier auch mehr. Das heißt, die Personenzüge, die haben dann tatsächlich auch mal eine Chance, mehr Personen zu transportieren, wenn die Städte wachsen. Ah, das heißt, da sitzt dann auch mal einer drin. Oh Gott, hier, was ist hier schon wieder? Alter, du kannst hier nicht mal 5 Minuten was anderes machen. Schon hast du wieder Züge, die sich verheddern. Ey, das ist... Ja, Sakrament! Los. Fahr gerade... Oh. Wo will er lang eigentlich? Okay, er will da lang. Du hältst da aber noch, oder? Ja, du hältst noch. Zur Hölle, wieso? Was ist mit dir hier? Warum hältst du an? Ich lass dich jetzt weiterfahren einfach. Famous Last Words. Hey, guck mal, es geht doch. Jetzt kann der andere da reinfahren, genau. Es sieht echt aus wie so in Slow-Mo. Ja, weiter, 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 weiter. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gut, gut, gut. Warum hältst du da an? Weil du da abbiegen willst, kann das sein? Ja, kann durchaus sein, ja.
dann fahr du mal weiter hier. Oder fährst du schon? Nee, du fährst noch nicht. Fahr mal da lang jetzt. Der hält nur an, weil der hier jetzt da drauf steht. Diese Umfahrungen müssen wir mal cleverer machen, glaube ich. Die sind teilweise nicht so ganz schlau gemacht. Vielleicht lieber das mit Brücken lösen. Dass wir sagen, hier macht man keine Kreuzung draus, dass das hier über die ganzen anderen Gleise geht, sondern dass wir hier eine... Dass wir die hier lang machen? Oder warte, dass wir die hier lang machen. Dann da eine Brücke rüber und dann irgendwie... Ja, dann hier irgendwie runter wieder. Das mache ich jetzt mal im Pausenmodus. Warum? Weil ich es kann. Warte. So? Nee. Hier müssen wir mal ein bisschen Platz machen. Dass wir da dann mit dem Gleis dann auch lang können. So eine ähnliche Umfahrung mit einer Brücke hatte ich schon mal gemacht. Deswegen, das passt eigentlich ganz gut. Da sparen wir uns halt den ganzen Schnodder mit den... Hier, ihr wisst, was ich meine. Mit den Kreuzungen und Weichen. Ich mache da jetzt eine Fachwerkbrücke. Eine Patchworkbrücke mache ich da jetzt. Warte. Ich will hoch. Ja, danke schön. Nein, nicht so. So. Ja, so. Warum will... Hoch. Hopp. Ja, mit X. Ja. Ja, bam. Scheiße. Warte, das muss gehen. Das muss gehen, das muss gehen. Das akzeptiere ich nicht. Das akzeptiere ich einfach nicht. Ich akzeptiere nicht, dass das nicht geht. So, gucken. So. So. Ja. Sag ich doch, das geht. Sag ich doch. Hör doch auf. Hahaha. So sieht nämlich eine gute Umfahrung jetzt aus. Dann können wir den Schnodder nämlich entfernen. Ich glaube, das kann ich auch direkt machen. Ja. Yep. Dann fährt der nämlich einfach von der einen auf die andere Seite. Wunderbar. Und dann haben wir hier nämlich auch genug Platz, dass da ein Zug auch mal ein bisschen weiter wegfahren kann. Vorsignal. Ja, dann können die hier auch ein bisschen stehen. Die Züge. So. Und jetzt müsste eigentlich, wer auch immer hier ausweichen will, kann dann nämlich da drauf einfach. Und hier, genau, der kann einfach jetzt gerade ausfahren. Zumindest bis zu dem Signal schon mal. Was schon mal ja nicht so schlecht ist. Und damit kann wer auch immer da hinten fährt, auch aufrutschen. Genau, wenn wieder ein Zug einfach nur da rechts vorbeifahren will, kann er das eigentlich auch machen. Genau. Kann er machen. Ist doch toll. Nehmen Sie es nach oben, ja. Brückens und Tunnelns. Ja, wir müssten jetzt hier mit einer Brückens das machen, weil da war schon ein Tunnelns, glaube ich. Muss man ein bisschen aufpassen. Ich sag ihm jetzt einfach, er soll weiterfahren. Pfeif drauf. Hauptsache, der ist da weg. Wenn man hier einen gordischen Knoten gelöst hat, kann man sich sicher sein, dass man in den nächsten gordischen Knoten reinrennt. Weiterfahren, immer weiterfahren, weiterfahren. Nachfrage gesunken. Ja, woher kommt das nur? Alter, wie wir schon wieder einen Superstau haben hier. Ich raste aus. Oh, lol. Ist im Tunnel... Was ist ein Tunnel unterm Tunnel? Ein Tuntunnel. Oh Gott, was? Ein Tununnel ist das. Sein Tununnel. Genau wie eine Brücke über der Brücke eine Brülücke ist. Oder auch eine Bärrücke. Seine Bärrücke dann. In der nächsten Aufnahme werden nur die Züge entknotet. Ja, in dieser Aufnahme werden nur die Züge entknotet. Verdammt nochmal. Hier fehlen aber auch immer wieder die Umfahrungsgleise, ne? Für die Züge, die einfach nur durchfahren wollen. Das ist aber auch platztechnisch nicht so einfach. Wir brauchen nämlich eigentlich noch Bypassgleise an den Bahnhöfen, damit manche Züge wollen ja einfach nur dran vorbei.
Damit die das halt können, ne? Das ist aber nicht so einfach. Wobei wir es jetzt schon wieder ganz gut gedeichselt haben hier. Es rutscht langsam wieder ein bisschen. Es ist jetzt halt auch Slow-Mo, ne? Ich kann es ja mal ein bisschen beschleunigen noch. Ja, guck mal, das sieht jetzt gut aus. Man muss sich halt da diese ganzen Nadelöhre vornehmen immer und mal gucken, wie man die halt besser machen kann. Und irgendwann macht man sie halt perfekt. Hier zum Beispiel das, genau, das kann ich auch mal zeigen. Das habe ich nämlich offscreen gemacht. Ihr erinnert euch vielleicht noch, dieses Gleis ging ursprünglich mal komplett hier einmal rüber. Und das war doof. Weil das hat nämlich dazu geführt, dass das zum Nadelöhr wurde. Weil da, wo sich ganz viele Gleise überschneiden an einer Stelle und in ein einziges Gleis übergehen, da treffen sich halt auch viele Züge in der Regel. Und wo sich viele Züge treffen und dann die Entscheidung haben, wo sie langfahren, desto eher entstehen diese Staus. Das ist so der Punkt. Und wenn die Weichen dann auch noch dicht zusammenliegen, dann kannst du es eigentlich vergessen. Dann kannst du auch... Ihr habt mir sehr zigmal geschrieben in den ganzen Kommentaren mit Vorsignal, Nachsignal und Übersignal und Hintersignal und Nebensignal und... Es sei es egal mit dem Signal. Man muss einfach nur schauen, dass nicht zu viele Kreuzungen und Weichen direkt hintereinander sind und dann löst man die meisten Probleme schon auf. Ne? Also sowas wie hier war halt Weicheneskalation und das geht halt gar nicht. Und deswegen habe ich jetzt mich dazu entschieden, das eine Gleis nur exklusiv hier reinfahren zu lassen, ohne Überschneidung. Die ganze linke Seite hier bleibt frei. Damit ist da immer ein Durchfluss gewährt und es fängt erst hier hinten an, sich zu verzweigen. Und hier, da gibt es halt die Möglichkeit, sich auf die drei Stationen aufzuteilen, so ein bisschen. Aber grundsätzlich ist das hier nämlich das Gleis, was die Umfahrung ist. Das ist das Umfahrungsgleis. Deswegen. Und dann kommen sie ja auch noch von oben. Da können sie ja auch noch reinfahren. Das heißt, es verteilt sich alles ein bisschen besser. Das ist alles nicht... Die kommen nicht alle, die in den Bahnhof hier wollen oder nach oben fahren, kommen nicht alle aus demselben... an derselben Weiche vorbei. An demselben Weichenbündel. Die haben die Wahl schon vorher abzubiegen und so. Und da ist das, glaube ich, ein bisschen besser. Und dann führt das auch dazu, dass sie diese Nebengleise, die sie hier zur Verfügung haben, auch tatsächlich nutzen. Und vorher haben die das nämlich nicht wirklich gemacht. Dann sind die meistens auch immer nur in dasselbe Gleis reingefahren. Genau, und jetzt nutzen sie auch die Rückführung hier. Das ist so der Punkt. Die nutzen sie jetzt auch besser. Haben sie vorher nämlich auch nicht gemacht, weil sie sich nämlich teilweise auch schon hier an der Stelle verheddert haben. Aber auch das habe ich denen jetzt mal aufgelöst. Das Problem. So, und wir sehen, wir sind bald mit der Forschung durch. Wie lange brauchen wir noch? Unternehmen ging bankrott. Ja, Radio, mein Gott. Video killed the Radio Star. Ist doch egal, brauchen wir nicht hier. Was ist hier schon wieder? Da haben wir wieder das nächste Problem. Warum? Ich will mal kurz gucken. Wer blockiert hier jetzt wen? Bestimmt irgendeiner, der gerade parkt. Blockiert irgendwen anderen, der gerade nicht parkt. Mann, verdammt nochmal, park ihn, Sohn. Fahr durch. Du willst es doch auch. Ich weiß, du willst es. Oh mein Gott, da waren drei Züge, die gefahren sind, Kappa. Ja, Züge, die sich bewegen. Das ist ja hier, das ist ja mal hier ganz was Neues. Jawohl, jetzt rutscht das wieder hier. Das flutscht. Wie wenn ich mal wieder dieses Abführmittel zu mir genommen habe, was mir so gut bekommt. Nicht schlecht. Keine Züge fahren weiter, nur Spielbären im Zeiter. Wir machen die Strecke einfach breiter. Dann wird das auch wieder heiter und alles geht weiter. Nachfrage gesunken. Bobbingen. Was, Bobbingen? Wo ist denn Bobbingen? Bobbingen ist ja hier am Arsch der Welt. Ach, Bobbingen, da ist ja auch direkt eine Holzquelle nebenan. Das ist ja lustig. Das ist ja lustig. Komm, wir machen da jetzt hier auch noch eine Holzquelle draus. Ich finde das so lustig, dass ich das jetzt gleich nutzen muss. Hier. Moment. Ich muss kurz nutzen. Mach mal das hier jetzt platt. So. Keine Sorge, wenn die Bäume verschwinden, ist die Quelle noch da. Ich weiß, es ist unlogisch, aber es ist so. Sieht nur schlimm aus. An alle Greenpeace-Aktivisten da draußen, ich habe den Wald nicht zerstört. Also habe ich, aber der Wald ist dann immer noch da. Ich weiß. Hinterfragt es einfach nicht. Und bitte, bitte kommt nicht und bindet euch an die Bäume. An die nicht vorhandenen.
Muss jetzt hier nicht sein. Kann ich drauf verzichten. Lagerhäuser. So, das. Genau, da brauchen wir wieder Sägen. Es ist ein Sägen mit den Sägen. So. Einmal daraus. Einmal umdrehen. Sägen bauen. So. 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 Ja. Bretter, Bretter. So viele Bretter brauchen wir da, glaube ich, gar nicht. Genau, und dann die Zusammenführung. Na, vielleicht lieber so. Erfahrungsgemäß ist es, wenn das da so am Rand ist, staut das immer ein bisschen sehr stark. Dann ein Lagerhaus. Nice. Ja, müssen wir wieder hier die Rotation müssen wir wieder richtig hinkriegen. Genau. So nicht. So auch nicht. Und so auch nicht. Man muss immer wieder schauen, dass das richtig gedreht ist. Ey, ich raste aus. Zweiter Stopp. Ah, Gott. Wie unperformant das hier schon wieder ist, ey. Straße. Wendekreis. Wenn du nicht mehr weiter weißt, bilde einen Wendekreis. Sehr schön. So, jetzt. Da brauchen wir, glaube ich, auch nur einen LKW. Guck mal, so nah wie das da dran ist. Und so. Und dann auch einen Depot. Können wir uns ja leisten. Haben wir Geld? Wir haben doch Geld, oder? Ja, haben wir. Wenn wir eine Sache hier haben, dann ist es Geld, aber sowas von. Kaufen. Pritschen, LKW und dann Bretter und kaufen und halt hinzufügen. Laden. Entladen, speichern. Da müssen wir jetzt nichts kopieren, das geht so. Das sollte passen, da sind jetzt auch schon die Barren, Balkenbarren sind da jetzt schon drin. Versorge Weinsberg mit Sand. Mein Gott nochmal, wen ich hier mit allen Sachen versorgen muss immer. Die sollen sich ihre Sandkuchen gefälligst aus ihrem eigenen Sand backen. Shift benutzen für mehrere Gebäude platzieren. Echt? Okay, wusste ich nicht. Wir haben einen Deal, oder? Ja, wir haben einen Deal, nice. Ich bin der Dealmaker. Sauber. So. Boah, Alter, diese Performance. Ich bin so froh, wenn wir die letzte Forschungsstufe haben und die Elektrifizierung haben, damit wir dann vielleicht noch mal durch sind, weil also jetzt spätestens ist es echt unerträglich. Also es wird auch immer schlimmer, habe ich das Gefühl. Und die haben schon ein Update released, die Entwickler. So im Sinne von, wir haben schon mal eine leichte Optimierung gemacht. Ich muss sagen, davon merke ich überhaupt nichts. Gefühlt ist es doch schlimmer geworden mit den Rucklern. Performance-Mod, ja, bitte, bitte Performance. Ich hätte gerne mehr Performance. Gottes Willen, ey. Das ist echt krass. Ich kann echt nur noch im Pausenmodus vernünftig arbeiten. Das ging aber auch mega schnell irgendwie, ne? Wie das plötzlich dann so hochschießt mit dem, also mit dem Performance-Einbruch so. Schon echt heftig. Das ist unglaublich heftig. Wie sieht's hier eigentlich aus? Wirtschaft durchschnittlich. Passagiere gut. Passagiere durchschnittlich. Was, warum? Weil nur die Hälfte der Stadt wahrscheinlich abgedeckt ist. Das ist immerhin mehr als manch andere Stadt hier an Abdeckung hat. Das muss man auch mal sagen hier. Ja, die beschweren sich hier über Dinge, wo bei den anderen Städten viel weniger am Start ist. Weil bei manchen Städten fährt ja gar kein einziger Zug die Personen durch die Gegend. Das ist auch lustig. Nur an Meckern sind sie. Sieht's eigentlich bei Schöppenstedt aus? Passagiere schrecklich, okay. Wobei die hier schon wieder neue Häuser gebaut haben, so ein bisschen. Das war vorher nicht bebaut, glaube ich. Also ein bisschen zusammenwachsen tun die Städte jetzt doch schon wieder auch. Nicht schlecht. Es kam ein Performance-Update und dann kam der Bär, ja. Jedes Performance-Update wird von mir direkt wieder wegentwickelt, sodass ich halt gleich wieder einen riesigeren Spielstand habe und dann merke ich davon wieder nichts. Das ist ein bisschen wie bei Sartis am Ende.
So, haben wir wieder Staus hier? Ich sehe das doch schon wieder hier. Ich sehe das doch schon wieder. Ah, nee. Nee, noch staut sich nichts. Noch rutscht das ganz gut. Muss ich mal jetzt sagen. Noch kriegen sie es hier ganz gut hin. Wie sieht es denn hier bei dem Nadelöhr aus, was wir aufgedröselt haben? Hier haben wir nämlich auch ein Nadelöhr aufgedröselt. Hier habe ich das nämlich so gemacht, dass die Züge, die zum Kohlebahnhof wollen, dass die hier ein eigenes Gleis haben zur Umfahrung. Und dass das erst hier hinten in der Weiche übergeht. Auch wieder dasselbe Prinzip, ja. Weichen voneinander fernhalten, dass nicht zu viele Weichen an einem Punkt entstehen. Wie hier zum Beispiel. Hier haben wir ja auch dieses Rückführungsgleis, was auch noch dazu kommt. Ja. Wo er gerade langgefahren ist, der Drahtzug. Und jetzt habe ich das mal hier weggenommen, dass das hier nicht auch noch mit dazu kommt. Also zumindest, also nicht. Hier habe ich es noch mit drin gelassen an der Stelle, da geht das noch. Aber hier habe ich es mal ausgedröselt. Und ihr seht, wie das den Durchfluss hier gleich verbessert, ja. Das ist halt wichtig, das muss halt fließen. Und mit den Signalen kriege ich das ja nicht immer so gut hin, deswegen ist es ganz gut, wenn man die Kreuzungen und Weichen vielleicht einfach ein bisschen voneinander fernhält. Um alle Probleme zu beheben, drücke Alt und F4, ja. Ich Alt-F4 dich gleich. Und an der Stelle endet diese Folge Voxel Tycoon. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr dieses Projekt findet. Ihr könnt auch gerne einen Daumen nach oben da lassen oder auch rechts oben in die Playlist reinschauen oder auch die anderen Videos angucken, die hier an der Stelle verlinkt sind. Ihr könnt auch gerne im Epic Store mit meinem Creator Tag Spielbär mit AE Spiele kaufen. Für euch wird es dann nicht teurer, aber ich bekomme eine prozentuale Beteiligung am Kaufpreis. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet, und dann freue ich mich darauf, euch im nächsten Video begrüßen zu dürfen. Bis dann. Ciao, ciao!